Ja, wir stehen heute hier auf der A40 beim Stillleben A40, also dort, wo die Autos fahren und heute ganz viele Menschen laufen, um für die Aktion Volksabstimmung zu werben. Die Aktion Volksabstimmung ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, Volksabstimmungen auch auf der Bundesebene durchzusetzen. Dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ich komme hier aus Bochum-Grumme, genau wo hier unser Stand halt ist. Und wir sind vom Familienkreis hier, von der katholischen Kirchengemeinde. Das ist ein Kreis mit circa 60 Familien. Die Bochumer Jungen sind der älteste Fanclub in Bochum. Und ja, nach Nachfrage sind wir es wahrscheinlich auch in Deutschland. Ja, Stillleben ist hier von Rhein der Kulturhauptstadt jetzt 2010. Das ist, kann man sagen, ein Ankerpunkt. Ja, also es war heute Morgen ganz interessant, weil man ja Tischnummer und Kilometerzahl und alles hatte. Und wir eigentlich ganz froh waren, als wir von der Auffahrt kamen und dachten, hey cool, da ist direkt unser Tisch, super, alles abgeladen haben. Und dann sahen wir aber, nein, wir müssen noch 500 Meter weiter. Mhm. Und 500 Meter war einfach eine ganze Menge. Ja. So, weil ja wirklich unglaublich viele Leute hier sind. Das finde ich also wirklich klasse. Und hier auch die A40, wo wir jetzt gerade stehen. Und deshalb finden wir das heute wahnsinnig toll. Und deshalb haben wir uns natürlich auch die Abfahrt oder Auffahrt Ruhrstadion ausgewählt, um hier so ein bisschen auch unsere Geschichte der Bochumer Jungen von 72 bis heute ein bisschen darzustellen. Und man sieht ja, Millionen Menschen sind halt hier, das ganze Ruhrgebiet ist auf dem Bein, groß, alt, gesund, krank, man ist mobil, man kann und entsprechend auch nicht, und es ist ein großes Miteinander, ein großes Happening, also ein Eventcharakter. Und man sieht die Straße hier, der Schnellweg, was ja wirklich hier die Pulsschlagader des Reviers halt ist, ist es heute hier halt dann auch, aber in ganz anderen Formen, ganz anderen Bereichen. Auf der sogenannten Mobilitätsspur steht halt alles. Die größte Stauautobahn der Welt. Also sie macht ihrem Namen alle Ehre, die A40. Ja, das hat man sicherlich hier mitbekommen. Gerade Nichtraucherschutz ist ja auch ganz hier in Nordrhein-Westfalen auch halt immer ein Thema mit den vielen Sonderregelungen, was für starke Diskussionen halt werfen, auch für Polarisierung das halt auch bedeutet. Ich kann das an und für sich auch nur befürworten, denn gerade mit dem jetzt das Thema Nichtraucherschutz, das muss ganz ehrlich sagen, ist viel hin und her geredet worden. Also man müsste einfach da aus meiner Sicht jetzt einfach sagen, so, es gehört sich einfach, dass man eben in Restaurants oder sowas, die Meinung ist überwältigend, finde ich, dass eben da nicht geraucht wird. Also grundsätzlich Volksentscheid, denke ich, ist schon wichtig, aber man muss aufpassen dann auch. Ne? Das ist, man hat ja auch gesehen, die Wahlbeteiligung war gerade nicht ganz so hoch. Das heißt, da können wenig Leute können da entsprechend viel bezwecken. Ja, es kann natürlich auch dann, wenn man Pech hat, eine ganz andere Richtung halt hingehen. Ich sag, außerdem sollte man hier in Deutschland auch das prinzipielle Wahlpflicht einführen. Es gibt keine Leute, die jetzt sagen, hier, mir ist das scheißegal und hinterher sind sie am Meckern. Die sollen selbst ihre Meinung äußern. Ich sag, die sollen von mir aus dann, wenn einer nicht geht, 100 oder 200 Euro nehmen, der nicht zur Wahl geht. Aber das ist Pflicht. Die können doch froh sein, dass sie hier eine Demokratie haben. Alles andere, stell dir vor, wir hätten jetzt hier die Walachei. Dass über 50% der Bevölkerung für diesen Nichtraucherschutz ist. Und das ist durch dieses Votum aus meiner Sicht hervorragend mal klargestellt worden. Eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarzbraunen Mägdelein eine Nacht, doch dem schwarzbraunen Mägdelein eine Nacht. Den sein sie hold, den sein sie hold. Ja, 40 bedeutet für mich Verbundenheit mit dem Revier. Dass man alle, ist egal, ob jetzt Duisburg, Dortmund, Essen und was noch an die A40 angrenzt. Ich sag, das ist das Schönste, was es gibt und das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe. Stau, Hitze, Ärger. Aber notwendig ist die letztendlich. Ja, da ist natürlich, wie viele das hier in Bochum auch empfinden, das ist natürlich die Schlagader,
hier im Revier und direkt am Ruhrstadion gelegen. Das ist alles eins. VfL A40. Hier natürlich auch mit der Starlight Halle. Das gehört alles so zusammen. Das ist einfach hier unsere Stadt Bochum. Also die Kutten, die sind jetzt nicht mehr aktuell. Das war in den 70er Jahren. Das war so in den 70er Jahren, sind die so aktuell gewesen. Da haben so die einzelnen Fanclubs sich dann einzelne Abzeichen machen lassen. Große wie hier, aber auch kleinere, wie man hier sehen kann. Hamburg, Dortmund, Nürnberg. Und wenn die Fans dann unterwegs waren, Auswärtsspiele und hat mal den einen oder anderen dann besucht, dann hat man sich eben da mal auch so einen Aufleher vom anderen Club und die dann auf die Kutten drauf. Und je mehr man so hatte, mehr ist man rumgekommen und kannte die einen oder anderen Fans. Es gab damals sehr viele Fanfreundschaften auch. Zum Beispiel, wir hatten damals auch mit Hamburg, mit den Rothosen, ja, oder auch mit Bayern oder mit Frankfurt. Und da wurde dann reichlich ausgetauscht. Und das war damals Tradition, hier entweder auf der Kutte oder auf dem Schal aufzunehmen. Okay. Ja. Aber es gab nicht nur Freundschaft, ja? Nein, es gab natürlich nicht nur Freundschaft. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen laut. Freundschaft. Wir haben ja mit unterschrieben für Volksabstimmung. Warum? Weil der Bürger wirklich mal selbst entscheiden muss, was wirklich abgeht. Man kann nicht sich immer alles vorschreiben lassen. Aber grundsätzlich ist sicherlich halt gut. Das ist auch ein Mittel, was zurzeit eigentlich hier auch bei uns noch zu wenig propagiert halt wird. Auch viel zu wenig entsprechend halt genutzt wird. Vielleicht fehlt da noch ein wenig die Erfahrung. Man hat jetzt hier in Hamburg dieses Wochenende, geht es um die Schulreform, was ja auch ganz viele Leute halt damit entsprechend auch bewegt. Ich denke, nur wichtig ist beim Volksentscheid, dass auch wirklich viele Bürger mitmachen, dass man da auch einen repräsentativen Entscheid hat. Wir sind doch alle mündige Bürger. Und wenn die einigermaßen alle gescheit sind, wovon ich ja mal ausgehe, dass ja viele sich ja vielleicht sagen, gut, zur Wahl gehe ich nicht, aber ich will sowas machen. Und dass sie dann wenigstens mal sagen, gut, jetzt haben wir eine Chance, jetzt können wir da aber was unternehmen und dann hat die Sache sich. Wir stellen uns dabei ein mehrstufiges Verfahren vor. In der ersten Stufe, ich kann es hier mal schematisch ein bisschen zeigen, eine Volksinitiative steht, wo 100.000 Unterschriften nötig sind. Und das würde dazu führen, dass der Bundestag sich des Themas widmen muss. Der muss sich also befassen. Das Verfahren kann hier zu Ende sein, wenn der Bundestag zustimmt. Wenn der Bundestag nicht zustimmt, dann wäre die zweite Stufe ein Volksbegehren. Dann sind schon 1 Million Unterschriften nötig. 1 Million Unterschriften sind eine ganze Menge. Es ist uns eben auch wichtig, dass es relevante Themen sind. Also es soll nicht beliebige Themen sein, deshalb diese relativ hohe Hürde mit 1 Million Unterschriften. In der dritten Stufe kommt es dann zum Volksentscheid. Dann werden also alle Wahlbürger an die Urnen gerufen, können ihre Stimme abgeben, dafür, dagegen. Was uns dabei ganz wichtig ist, dass es ein Abstimmungsbuch gibt. Das heißt, eine Zusammenfassung, wo die Argumente der Befürworter des Antrags und auch die der Gegner kurz und verständlich zusammengefasst sind, damit niemand erst Recherchen treiben muss, um sich über das Thema zu informieren. Und man muss auch wirklich sich mal dann wirklich dafür mal einsetzen, so wie ihr das jetzt macht, dass man jetzt auch mal wirklich sagt, nee, so geht das nicht weiter. Wie kann man das am besten verändern? Ja, mit Volksabstimmung. Wir werden Leut sein, Kreuzfarbe Leut, denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei den Hand, denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei den Hand und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Vor dem Abfahrt-Ruhrstadion. Ja, wir haben geschrieben, 10 nach 12.